Wenn Sie nach Chenstoch auch zum Weltjugendtag mit Papst Francis gehen, müssen Sie wissen, wie um die Stadt zu bekommen, wie man einen Stadtbus zu erkennen und wie für die Fahrt zu bezahlen. Wenn Sie mit dem Auto oder mit dem Bus ankommen, werden Sie am Rande der Stadt zu den Parkplätzen gesendet. Sie gelangen auf das Kloster zu Fuß in einer Stunde. Von den Bahnhöfen Chestochowa und Chestochowa Stradom zum Kloster wird in der Lage sein, nur innerhalb von 15 bis 20 Minuten zu Fuß zu bekommen. Sie können auch den öffentlichen Verkehrsmitteln. Transport in Chestochowa basierend auf Straßenbahnen und Bussen. Alle gehören zu den MPK. Und sie alle haben die Inschrift auf dem Körper. Wie einen Stadtbus zu erkennen? Fast alle Fahrzeuge weiß und rot sind, ist das Teil auch grau. Es gibt immer noch Busse weiß mit Streifen in lila und blau, gelb und rot oder mit Anzeigen abgedeckt. Um Verwirrung zu vermeiden, denken Sie daran, dass alle Linien der Öffentlichkeit durch eine zweistellige Zahl angezeigt werden. Routenstadt sind die Zahlen 10 bis 38, Lokal 53 bis 69, nicht 50. Wie für die Reise bezahlen? In Chestochowa weiterhin für eine einfache Fahrt zu bezahlen, was bedeutet, dass, wenn wir von einem Fahrzeug zum nächsten ändern, dann müssen Sie ein neues Ticket kaufen. Wir nennen sie jednorazowe. Sie können jeder Kiosk oder Supermarkt gekauft werden. Ticketpreis beträgt 3 Zloty für Erwachsene und 1,50 Zloty für Kinder und ältere Menschen. Sie können auch ein Ticket für viele Reise vom Fahrer kaufen, aber Vorsicht, wenn der Bus oder der Straßenbahn verzögert, ein Fahrrad zu verkaufen, verweigern. Sie können auch Fahrkartenautomaten. Aber es gibt nur 3, befindet sich im Norden im Inneren des Einkaufszentrums, dem Hauptbahnhof und im Süden in der Mall zu finden. Das bedeutet, dass nur wenige Parkzonen in der Nähe von Fahrkartenautomaten seien. Ticketpreise für Reisezeit 45 Minuten 3,70 polnische Zloty für Erwachsene und 1,70 Zloty für Kinder. 60 Minuten 4,60 polnische Zloty und der polnische Zloty 2,30 für Kinder. 24